an. Ich fange an? Okay. Ja, also ich bin Taina, ich bin Künstlerin, mache ein bisschen Streetart, Pop und ja. Eigentlich sollte ich über dich erzählen. Wäre viel und besser. Ich über dich? Ja, aber da kannst du auch so Pause und so, weißt du. Nein, also ich bin 11. Den bürgerlichen Namen verrate ich nicht. Und ich male auch schon seit extrem langer Zeit eigentlich. Ich habe mit Graffiti angefangen und hat sich einfach immer so weiterentwickelt. Und jetzt sind wir wirklich eigentlich Kunst mehr auf Leinwand. Und wie man dann hier da auch später kann sehen, also auf verschiedenste Hintergründe. Schon immer. Da hat sich einfach so gegeben. Ich muss malen. So ist es. Mhm. Also ich habe einfach mit Kollegen angefangen zu schweigen, recht früh. Und also als Kind habe ich einfach schon recht viel gemalt, schon als Kindergärtner. Ich habe also jenste Zeichnungserfahrung. Und es hat sich eben, wie ich schon vorher gesagt habe, ist immer weitergegangen. Also ich habe Kunst gemacht, ZHDK. Ich habe dort Vorkurs gemacht und dann habe ich Fotografie studiert. Ich habe Vorkurs Kunst bei der Schule. Und bin gelernte Dekorateurin, war noch ein bisschen. Also ich habe sicher viel gelernt als bei der Lehre als Dekorateur. Das ist recht handwerklich. Man lernt von allem ein bisschen, bis ich auch noch ein bisschen schreinere und mit Holz arbeite. Das hat mir definitiv geholfen, ja. Ich arbeite als Sekretärin. Das ist ein bisschen kontraproduktiv, rein von der Zeit her. Also ich muss extrem viel Zeit investieren dort. Aber natürlich Jugendliche, ich habe 16, 15, 14-Jährige. Und die bringen einem auch immer wieder neue Ideen und so weiter. Und ich arbeite dort noch als Zeichnungslehrerin auch zusätzlich. Und schon natürlich der Umgang mit der Youth sozusagen, das hilft immer. Aber halt von der Zeit bleibt einfach nicht viel übrig. Das ist so ein bisschen zweischneidig. Ja, das ist aber so komisch, weil ich habe mit ihrem Kollegen schon seit wir, glaube ich, 17 oder so sind, umgehängt, aber nie mit ihr. Ja. Und ich habe sie dann erst durch meinen Kollegen, der ihren Freund auch ist, richtig kennengelernt, hier in Zürich. Wir sind jetzt erst etwa 5 oder 6 Jahre her. Denke ich auch. Ja. Und ich habe dann in diesen Beans-Ateliers, hast du die noch kennt, mit dem Container, dort hatte ich das Atelier gehabt, mit der Ekin Senan. Und Christoph hat ja sein Atelier gerade neben mir gehabt. Dort da kenne ich natürlich all die Leute. Ja. Und sie ist dann eine Zeit lang bei uns noch im Atelier. Dazugekommen. Und ich musste dann einfach für mich entscheiden, dort da, dass ich sehr wenig Zeit habe. Mein Atelier muss zu Hause sein. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne mit mir das zusammen machen. Und dann kann man sich ein bisschen Miete und so teilen. Ja. Und dort da, dass ich gerne am Tisch arbeite, wenn es geht, und sie am Boden. Das hat sich eben noch perfekt ergeben. Wir unterstützen uns einfach gut. Also wir geben uns viel Energie, wir machen viel, wir pushen einander. Wir sind ein super Team. Das ist wirklich gut. Also, sie holt Aufträge rein, ich hole Aufträge rein. Weißt du, wirklich, das ist so organisch, das ist perfekt. Also ich bin jetzt durch sie in dieser kurzen Zeit, seit ich mit ihr zusammen arbeite, viel weitergekommen. So, von dem her habe ich schon immer viele Aufträge. Ich mache auch Graffiti-Kurse mit Jugendlichen. Also das habe ich schon immer gehabt. Auch im Bereich Ausstellungen ist sie relativ gut im Sachen zocken. Und jetzt tue ich mehr so hoch. Ich denke, das ist wirklich gegenseitig. Ja. Wir lernen Leute kennen, einzeln, zusammen. Man redet, dann kann ich irgendwo über ein Projekt ziehen. Wieder und wir pushen uns beide gegenseitig. Wir wollen beide gleich weiterkommen. Mhm. Also es würde wahrscheinlich nie funktionieren für uns, dass nur einer würde mega famous werden. Wir ziehen uns mit. Ja. Also wenn sie irgendetwas hat, dann schnurren sie noch über mich und so. Und denkt sie, das müssen wir auch nehmen, wie bei euch. Und sie hat sie gesagt, ja, ja. Delf ist doch auch noch da dabei. Und so. Genau, und so läuft es eigentlich. Ich meine, wir wollen schon gerne von dem, können von denen das Leben davon leben. Das ist schon das Ziel, definitiv. Ja. Ich denke, das ist die Zukunft. Ja, das ist die Zukunft, das ist so. Das hast du dir gar nicht überlegt? Nein, also ich habe definitiv zuerst Kunst gemacht und bin nachher auf die Straße und bin erst vor ein paar Jahren mit dem ganzen Street Art in Kontakt gekommen, was ich super finde, weil wie wir vorher gesagt haben, wirklich die Welt ist zu grau und ich finde Street Art super.
Ich meine, das ist ja nicht eine neue Entwicklung, das gibt es ja schon mega lange. Also im Museum of Modern Arts hat Graffiti schon, weiss ich, in den 80er Jahren ausgestellt. Das ist ja nichts Neues in dem Sinn. Das ist natürlich cool für uns, oder? Ich meine, man macht gewisse Sachen in einem gewissen Alter. Und wenn man älter wird, dann geht man vielleicht nicht mehr so auf die Straße, oder? Dann macht man wieder andere Sachen. Und ich finde das, also ich persönlich finde es positiv, ich finde es gut. Es muss sich ja alles weiterentwickeln, dass auf der Straße wieder was Neues passieren kann. Das sehen ja auch meine Jugendlichen, oder? Weil was jetzt für Kleider haben, würden wir jetzt darüber machen. Weißt du, das siehst du immer so ein bisschen. Und es muss sich weiterentwickeln, es muss etwas passieren. Sonst, meine, jetzt passiert eben, jetzt ist auf der Straße, ist dann das Stenciling und Kleber und alles Mögliche oder Kleister. Und es entwickelt sich immer weiter, das ist cool. Ich mal viel mit Acryl, probiere aber immer wieder neue Sachen aus. Ich bin ja mega der Sammler, was man in meiner Kunst auch sieht. Also ich bin wirklich der, der immer, wenn mich findet Sachen und ich muss dann immer daraus Kunst machen, von dem, was mich findet. Ja. Marker, Spraydose, Acrylfarbe, Pinsel. Ich hole meine Inspiration aus dem Leben, also wirklich aus dem Alltag, Werbung, Natur, wirklich die Gesamtpackung. Ja, also bei mir ist früher noch viel, weil ich in der Welt recht umgereist bin vom Reisen. Ich habe recht viel in Malaysia gelebt und darum habe ich so ein bisschen die Muslimas, die ich eine Zeit lang immer gemalt habe, das hat mich recht beeinflusst. In Australien mit Aborigines und so die Pünktli und so weiter. Also es kommt schon von der Welt halt, ja, vom Leben ja. Natürlich. Ja. Ich habe so Didgeridoo mal gekauft und es hat mir so, eigentlich gefallen mir einfach so ihre Kunst, wie sie gemalt hat mit den Pünktchen und so weiter. Das habe ich recht viele Sachen. Ich kann das nicht sagen, wieso, es hat mir auch gefallen. Schön! Es ist schwer zu erklären. Ich meine, Ideen kommen einfach zu mir. Ich muss die nicht suchen. Und dann fange ich an zu skizzieren. Ich trage immer ein Skizzenbuch bei mir, wo immer alle Ideen reingehen. Wenn ich nicht einmal Zeit habe, um alle Ideen umzusetzen. Ich gehe manchmal zurück in mein Skizzenbuch und 7 Jahre später setze ich etwas um, wo ich mal eine Idee, die ich lange wieder vergessen habe. Ja. Und ich muss einfach Sachen planen. Ich mache gerne Pläne für alles. Und so auch für meine Kunst. Es float einfach so, weißt, es kommt und geht. Und wenn es dann geht, dann gehe ich einen Kaffee trinken. Und wenn es wieder kommt, wenn es wieder kommt, bin ich so ein dran. Ja, nein, es ist wirklich, also, ich habe, glaube ich, einen recht komplexen Geist. So, ich weiß es nicht, aber das habe ich auch beim Sprayen früher noch schon immer gehabt. Also ich weiß, dass meine Kollegen immer mega perfekte Skizzen und die und die Farbe und alles perfekt und angeschrieben und so. Und ich habe einfach so, da habe ich ja Reste draus, wieso? Und so, gegangen. Du hast es einfach in dir, du brauchst es gar nicht. Wirklich. Zu dir kommen auch die richtigen Farben, müssen es erzwingen also, oder irgendetwas. Genau, ich denke einfach ein sehr gutes Farbengefühl auf jeden Fall. Also das ist definitiv so. Und natürlich hast du gewisse, zum Beispiel bei Styles mal, dann hast du irgendwann einen Style drin, wo du in dem Stil schon ein bisschen verändern. Aber das ist ja eigentlich, bei mir entsteht die Entwicklung an der Wand direkt und nicht im Skizzenheft halt. Oder an der Leinwand. Sehr konzeptionell. Ich bin wirklich die mit Plänen, Skizzen, Vorbereitung, mit einem Plan, ja. Wir sind da ein bisschen das Gegenteil, aber das ist super. Ich meine, das unterstützt mich auch. Also ich finde, man lernt auch immer gegenseitig voneinander etwas. Und ich lerne immer von den Elf etwas, um ein bisschen spontaner zu arbeiten. Und ich bin definitiv spontaner geworden, seit wir zusammen arbeiten. Ich bin planlos, ich mache keine Skizzen mit. Ich mache einfach und ich komme immer super. Kunst ist mein Ausgleich. Ja, voll. Wir müssen wenig Zeit haben zum Kunst machen, ist Kunst unser Ausgleich und es bringt uns oben ab und wir können wieder easy, sind wieder easy drin, anstatt durch. Ja. Also ich mal definitiv aus Freude und weil ich Freude habe. Ja. Ich bin nicht eine, die malen, wenn ich depressiv bin oder so Sachen, sondern wirklich, ich habe Freude am Malen. Es bringt mir Freude. Es macht mir Freude. Ja.
ich lebe in meiner eigenen Welt. Meine Fantasiewelt, viel mit, ja, was in meinem Kopf abgeht. Schon auch mit Einfluss von außen und von der Gesellschaft. Aber definitiv nicht unbedingt gesellschaftskritisch. Also Farbe vor allem, weil ich finde, die Welt ist zu grau, oder? Also wenn du rumlaufst, so alle Wände und so weiter, und ich habe so krass viel Farbe drin. Also ich finde schon so mehr so kontra das. Und natürlich meine Muslima, so nicht zum Beispiel gemacht, da finde ich, hat schon mit der Gesellschaft sehr viel zu tun, weil ich einfach die Entwicklung gesehen habe. In Malaysia, weil ich jetzt schon sehr viel gereist habe, dass wieder halt immer mehr auch kleine Kinder müssen einfach Burkas und so weiter anziehen. Also natürlich hat es immer irgendeine Botschaft auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, der Kontakt mit Menschen, den man doch noch überkommt, wenn man malt, wenn man auch mal eine Ausstellung hat oder mit anderen Künstlern, das finde ich jetzt immer die schöne. Also genau, wenn ich sagen, was ich sehr geil finde, ist, also, wenn du so zum Beispiel einem uralten Menschen ein Bild verkaufst und einen mega jungen. Also weißt so, du, sprichst wie alle an, alle Generationen, und es ist uns, glaube ich, beiden schon passiert, dass wir wirklich alle möglichen Menschen kaufen. Ja. Das macht Freude. Ja. Weil gewisse Leute sagen, das spricht eh nur dir und diese Gruppe, das stimmt einfach nicht. Das ist recht cool. Also wir waren in Australien an einer Ausstellung, sind wir Bilder geklaut worden. Das war uncool. Dafür bin ich ins Netz gekommen, weißt du? Sonst ist voll easy alles. Kunst ist positiv. Ja, das für ist für uns definitiv. Durch das, dass wir so beschäftigt sind im regulären Leben, ist es für uns einfach, wenn wir mal, ich denke, es ist eher negativ, wenn wir nicht so viel malen können. Ich denke auch, wenn wir so viel Farbe in die Sachen malen, vermitteln wir eh immer Freude und positiv. Und darum können wir auch mal Positivität zurückkommen mit unserer Kunst. Ich würde sicher etwas Positives bei den Leuten rausholen. Aber was sie dann selber sehen in dem Bild, ich finde das immer individuell und hat mit seiner eigenen Lebenserfahrung zu tun, was man sieht. Und ich würde nie jemandem aufzwingen, was er sollte sehen. Das ist ja auch spannend, du kannst jeder etwas anderes sehen. Aber das Ding ist so, in erster Instanz male ich nicht für andere Menschen, ich male für mich. Also kann ich mir nicht überlegen, wer könnte mein Käufer sein und so weiter und so fort. Ich stecke auch das drin, was ich geil finde. Und mein Leben ist positiv, ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich bin nicht so depressiv und sehe es bla bla bla. Ich bin einfach happy und dann hänge ich es an und denke, geil, kauft jemand für einen coolen. Dann muss er es ja schön finden. Also ihm wird es irgendetwas geweckt haben. Meistens sind es ja nicht negative Gefühle, es sind ja meistens positive Sachen. Sehe ich genau auch so. Nein, wir haben abgemacht, dass ich nur so mache. Ja, ich habe früher noch Characters mega scheiße gefunden, jetzt auch nie, wirklich nie können. Also ganz gestabig. Und ich habe nur Buchstaben geil gefunden. Also so, eigentlich mehr so organische Gebilde sind dann schon so Wildstyle-mäßig. Und dann erst später ist eigentlich das die Entwicklung mit den Characters. Und jetzt mache ich gar keine Schriften mehr, gar nicht. Das ist für mich, sorry, für mich ist das nur oldschool, weißt du? Für mich ist es abgeschlossen. Und jetzt geht das nächste und vielleicht ist dann später wieder etwas anderes da. Finde ich schlecht. Schlecht. Ich mache keine Kritik an mich. Okay. Das ist meine Botschaft, die du gesagt. Ich glaube, vielleicht kritisieren wir es ab und zu gegenseitig. Weil das ist einfach konstruktiv. Ja. Manchmal ist es schwierig, von anderen Menschen etwas anzunehmen, wenn man nicht weiss, wer ein Hintergrund ist, weil es ist nicht unbedingt konstruktiv. Wenn jemand meine Sachen nicht mag, dann darf er gerne. Also, nein, es gibt so gewisse Sachen, die mich Uhren nerven. Wirklich, weißt du, wenn dir jemand sagt, du bist noch auf einem guten Weg, so Zeug. Ich könnte gerade einen schlagen, aber ich mache es natürlich nicht, wirklich. Aber so Zeug, wenn steckt das irgendwo anders an, weißt du, du bist auf einem guten Weg, ja, gut, und was meinst du damit? Ich meine, logisch, oder? Es ist ja immer ein Weg, also es bringt einfach nichts. Konstruktive Kritik ist meistens von anderen Künstlern, die dir wirklich auch technisch können weiterhelfen können. Also von ihrer habe ich Gießtechnik und so gelernt, so Sachen, und es bringt extrem viel. Aber sonst ist es natürlich herzig, oder es gibt die meisten Kritiksachen, die sind so nicht spezifisch. Die sind so irgendwie so Die sind eher persönlich. Schlau.
Und persönlich, das ist ja dann keine Kritik, sondern das ist einfach ein persönliche ja, Empfindung, Meinung. Ihnen gefällt ja, das. Genau. Wieso gefällt es dir? Ja, es ist eine schöne Farbe. Okay, gut. Und was meinst du genau damit? Ja, ich weiß nicht. Also, weißt du, es ist ja auch schwierig für Menschen, überhaupt Kritik irgendwie abzugeben. Und darum, ich denke mal, du, wo du jetzt schon viele andere Künstler siehst, von dir würde wahrscheinlich Kritik wäre cool, oder? Das würde uns wahrscheinlich etwas helfen. Nein, Leute, die es wissen haben, das hilft ab und zu schon. Es ist ein Zwei-Komponenten-Gussharz und ich habe das angefangen zu machen, um eben meine Sachen verewigen, um sie festigen. Weil wo ich auch immer noch meine Sammlungen aufgeklebt habe, das fällt einfach ab. Und um das in Ewigkeit verschweißen, ist die Zwei-Komponenten-Gussharztechnik super. Also es ist auch zwei Flüssigkeiten. Ganz und genau. Die eine Flüssigkeit musst du einfach reinlernen und du musst es richtig gut mischen. Und, dann, und du darfst ja nicht zu lange warten, weil das härtet ja dann ja. voll aus. Eben, das eine ist der Härter. Mhm. Es ist quasi so wie bei dem Leim, den man benutzt, wo man zwei Sachen zusammenfügt. Ja. Man tut den Härter dazu, dann ist es noch flüssig, so wie Honig. Dann lernt man es drüber, ein bisschen schön schütteln, dass die Luftblätter rausgehen. Und dann verhärtet das Ganze wirklich. Da kann man drauf tanzen. Also und auch auf der Haut. Ja, das ist ja auch wichtig. Leider, es ist extrem also es ist Maske, Händchen, alles. Ja. Also ich habe das letzte Mal fast meine Finger noch verätzt. Ja. Wir sind auch zusammen, wir sind zusammen in der Witty Crocodile, wo wir wirklich uns ein bisschen auch in Designsachen gewagt haben. Wir machen Taschendesigns, wir haben zusammen Bilder. Was ist das noch? Ja, also so alles mögliche Sachen, ja. Also so Möbelsachen, ja. So Tischli und so weiter. Sie machen zusammen am Arbeiten ja. Und Küsse zum Beispiel. Ah, genau, Küsse. Genau. Nein, ich finde mehr gerne super. Sie werden so ins Dreidimensionale machen. Ja. So. Was ist denn für also aller Welt, einfach für einen Menschen? Ja. Und so die Bags. Ja, mehr so ein Design, innen in Richtung, alles, was man sich noch außer die Bilder auch einnehmen kann. Und eben auch dort ergänzen müssen, dass also ich bin jetzt viel nach Afrika und nach Indien gereist und habe Stoff zusammen gesammelt und so weiter. Und dann nachher zusammen ein, immer sie da und so. Ja. Also ist eigentlich eben, wir sind wirklich ein super Team. Ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe. Ja. Hat er noch heute so sagen. Oh. Finde ich auch geil. Eigentlich jedes Jahr, weil seit dem 11.11.11 machen wir eine Wohnzimmerausstellung, wo wir da in unserem Atelier und wo wohnt und 11 wohnt. Ja, sie hat gesagt, da muss ich schneiden, ist das klar. Da, wo die 11 wohnt und in unserem Atelier, stellen wir Bilder aus von uns. Jedes Jahr ist meistens jetzt nochmal ein Künstler dazugekommen. Und ja, hey, wir freuen uns. Jolinska. 11.11. Jolinska. Aber brauchen wir brauchen doch nicht mehr. Nein, Jolinska, Keep Watching Project, also wir sind schon cool. Kennst du das? Würdest du Werbung für andere Leute machen? Ja, sicher. Oh. Sicher. Ich finde, aber die dreimal pushen, was geht, ist wichtig. Ist einfach auf jeden Fall mit Essen und Trinken. Also es ist wirklich so, die Leute fühlen sich zu Hause. Ich denke mal, du kannst mehr Geld entlocken, wenn sie denken, oh, jetzt haben sie uns nur Essen und Trinken gehen und so. Nein. Es geht darum, dass es gemütlich ist, eine gute Atmosphäre. Manchmal sind Galerien so ein bisschen steril und Leute trauen sich nicht rein. Und wir wollen wirklich mit dem machen, dass Leute wie sich daheim fühlen und auch hier ankommen und sich wohlfühlen und in einer guten, happy, positiven Energie hier verbringen und unsere Kunst betrachten. Also ich will von dem leben. Ich auch. Ich würde auch. Also, wenn ich mir mit
Kunst, die ich gerne mache, mein Leben kann finanzieren kann, das wäre mein Ziel. Also nicht nur so knapp sein, es soll schon gut sein. Ja, nein, ernsthaft. Also ich wollte nicht mit 2'500 und so, ja. Hey, yeah, ich lebe als Künstler. Nein, voll nicht. Ich hätte auch nichts dagegen, so nebenbei noch 10 Stunden, weißt du, der Schule weiter Schule zu gehen, wenn es Kunst ist. Also ich wollte mit dem, weil... Also es macht einem einfach extrem glücklich. Also ich bin einfach voll zufrieden, kein Stress, nichts. Am Morgen um 6 Uhr aufstehen, gehen Schule gehen, man vergisst es. Geht gar, kennst du, oder? Geht gar nicht. Also, ey, falls meine Lehrer das jemals sehen, ich liebe euch über alles, weißt du, das meine ich so mit Botschaften. Und, aber so irgendwie einfach, und das habe ich schon als Kind ja schon immer gehabt. Also weißt du, ich habe eigentlich von Anfang an schon immer gewusst, ich wollte doch nur Kunst machen. Das ist nicht so etwas, was so neu ist, schon immer so. Und es ist halt, bei der einen geht es länger und bei der anderen schneller.